Herr Schenk, am Wochenende ist hier Renntag. Zufrieden? Ja, zufrieden. Also wenn wir jetzt morgen wird nochmal gesprengt, wenn es keinen Regen gibt, Wolken nach und Wetterberichte nach, es kommt auch nicht viel oder kommt auch nichts. Und wenn wir morgen nochmal beregnen und dann haben wir für Samstag ein gutes Geläuf. Was ist das Wichtigste? Auf was muss man achten, wenn man so ein perfektes Geläuf haben will? Also hier, das muss wie so ein Teppich sein, ne? Ja, wie so ein Teppich hier. Wir haben hier, das ist auch innen, nicht? Und nicht nur außen, das muss so sein, nicht? Und dann haben die heute auch noch mal das letzte Mal gemäht, wie man so sieht. Die Spitzen nur oben ab. Das ist dann nicht viel zu schade, viel zu gut für die Galopprennbahn. Das könnte ruhig ein bisschen wüster aussehen. Das ist zu gut, aber es ist super. Es ist, wie gesagt, dieser Teppich wie eine Matte. Und dann haben Sie, wenn Sie jetzt hier drauf, die 8 bis 11 Zentimeter, wenn Sie hier draufstehen und Sie laufen, dann haben Sie auch erstmal so eine elastische Schicht von dem Rasen. Sie sind nicht gleich auf festem, knollharten Boden. Was ist das Wichtigste? Also vor allem, dass man das, es ist Natur, das kann man nicht irgendwie 4 Wochen vorher mal anfangen, sondern das kontinuierlich ist wichtig, glaube ich. Ja, kontinuierlich hatte ich vorhin ganz am Eingang ja schon mal gesagt, auch wenn die ganzen Pflegemaßnahmen von Anfang an des Jahres durchführen muss, mit allem, was ich gesagt habe, die entweder nach dem letzten Renntag schon beginnen, indem man diese Vertidränengeschichte, eine Regeneration des Geläufes macht. Das heißt also, man muss Vertidränen machen, das heißt also eine Tiefenlockerung bis 20, 25 Zentimeter tief in den Boden, eine Besandung, dann einmal nachsäen und eine Winterdüngung geben, damit das Gras, der Rasen stressfrei auch in den Winter kommt. Und dann regelmäßig dranbleiben. Und dann ist man natürlich klar, dass man dann lässt man den Winter kommen und dann sagt der eine, gut, wir haben Anfang März und wir haben Ende März Rennen und dann fängt man auch jetzt 6 Wochen vorher an oder noch früher eventuell, kommt die Kaninchenlöcher, die Maulwürfe, der Dachs, alles und Grobzeug, was hier auf den Bahnen sich rumtreibt, das wilde Tiere, sagen wir mal, kleine wilde Tiere, da muss man sehen, dass man das in Schach hält. Alles einebnen, den Maulwurf bekämpfen, nicht töten, sagen wir extra, bekämpfen, ist gar nicht so einfach. Und dann kommt anschließend auch jetzt das Mähen, das Düngen, das Frühjahrsdüngen gleich wieder, damit der Rasen richtig Energie hat. Sie wollen auch ab und zu mal was essen und da braucht der Rasen auch. Und dann geht's mähen, düngen, Wasser, alles, was so dazu gehört. Wasser ist auch ganz wichtig, weil das Gras muss richtig. Ja, wir haben ja gemerkt, dass in der letzten Zeit hat es verhältnismäßig, war ja wenig Wasser, gab es ja wenig Regen von der Natur her. Also muss man dann auch schon mal, wenn wir erst in 6 Wochen Rennen hätten, mal zwischendurch mal die Beregungsanlage anstellen. Damit die Gräser wachsen können, damit die Wurzeln der Dünger sich entfalten kann, damit die Gräser ihren Dünger aufnehmen können, die Wurzeln sich nach unten hinziehen und damit das Gras fest wird. Und dann haben wir die Sache so, wie es sein könnte zum Rennen. Und wenn das nicht passiert, dann ist welcher Effekt? Wenn der Boden richtig durchfeuchtet ist? Wenn der Boden eben nur oben drauf auf 1 bis 2 Zentimeter ist, dann können Sie so viel Wasser aufbringen, wie Sie wollen. Nicht? Das steht das Wasser, das wird oben glitschig und die Pferde fangen an speziell auch in den Kurven, fangen an wegzurutschen. Ja? Weil das Wasser, das kann nicht nach unten hinweg, auch wenn es nicht bewässert worden ist, sagen wir, es kommt an einem Renntag starker Regenfall, dann muss ja das Wasser auch nach unten hinweg, dann darf das auch nicht oben stehen bleiben, weil der Boden dann so fest ist und das Wasser nicht nach unten hinweg kann. Also ist dieses Vertidränen, diese Regeneration, komme ich nochmal aufs Erste, das ist ganz, ganz wichtig für den Boden auch. Okay.